Let's go, weiter geht's in der Welt. Rainer ist jetzt der letzte Folgepart. Sprich, nach diesem Part oder beziehungsweise Video werde ich nochmal gucken wegen den Runen. Das ist jetzt so mein Abschlussvideo, um zu gucken, ob es so funktioniert. Danke. Ob es so funktioniert oder nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Also, ob ich es schneller machen muss oder nicht. Wir schauen mal. Holy Berry wäre eine Option auf jeden Fall. Chroma ist eine Option hier auf jeden Fall. Er hier ist eine Option hier auf jeden Fall. Nö, wir haben hier ein paar Variationen. Ich glaube, ich picke auch erstmal Rakuni. Und Holy Berry wahrscheinlich. Oh, also sehr, ich weiß es nicht. Mal gucken. Und vielleicht Monkey wäre eine Option. Wobei mit Monkey habe ich derzeit noch nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Aber, naja, mal abwarten. Vielleicht auch was Feuerlastiges wie nope. Tessarion. Okay, never mind. Riley. Okay, dann machen wir so. Und jetzt mit Holy Berry zu kommen, weiß ich nicht, ob es so schlau ist, weil ich sehr wasserlastig bin. Sehr wasserlastig. Ich hätte gerne eher nochmal was Feuerlastiges oder Windlastiges. Und da wüsste ich schon den Monkey. Aber ein Strip oder so wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder irgendein Follow-up für Bollwerk auf Riley. Und da wüsste ich jetzt eigentlich nur Molong, der gut getuned ist. Aber ich möchte gerne Holy Berry spielen. Okay. Und ich werde Tessarion auf jeden Fall bannen. Tessarion countert hier wieder zu viel aus, beziehungsweise was heißt zu viel, aber wenn er zu viel trifft, ist Kacke. Ne, Bollwerk und Rakuni, auch wenn der Oblivion wegmacht, außer er trifft den Rakuni auf 100 Rest, sprich, er braucht einen hohen ACC-Wert, er wird hundertprozentig auf den Speedwert gehen. Sie ist interessant. Ich hätte damit gerechnet tatsächlich, dass er Bollwerk bannt. Aber er nimmt mir den Schaden so ein bisschen. Ja, aber die Berry würde ich nicht zu unterschätzen. Das Problem ist nur, dass er halt sehr viele Windmonster hat. Sprich, es könnte sehr lange dauern. Ja, das ist so das Ding. Aber let's see. Und er trifft. Aber das kann, ist noch fein, weil er sollte schon sehr ACC-lastig sein. Sagen wir es mal, wie es ist, ne? Sollte er schon sein, sonst trifft er ja nichts. Mhm. Okay. Okay, aber das ist egal. Außer der Provo, ist uncool. Aber auch ein interessantes Team, muss ich an der Stelle mal sagen. Okay. Gut absorbt dafür, dass er genervt wurde, wenn ich das mal so sagen darf. Aha, Provos hier, Provos da. Reset dort, Reset hier. Glancing dort, Glancing da. Okay, verstehe schon. Interessante Teamwahl. Auf alle Fälle. Mhm. Keine Procs von mir. Wer hätte das gedacht? Mhm. Stun. Aha. Aha. Tschüss, Barry. Ja. Mhm. Ja gut. Ich schätze, das ist ein sehr großer Lose. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte er die Ahnerwelle nicht getroffen, sprich, er muss auf ACC sein. Wenn der jetzt nur 30 ACC hat oder so, das ist halt die Kacke, das weiß man halt nicht, ne? Das ist halt richtig doof, dass man das nicht weiß. Leider. Weil, naja, dann können die ACC und Rest auch aus dem Spiel entfernen. Bin ich ganz ehrlich. Das bringt nichts. Ich meine, er trifft sehr viel und fast alles. Die ganze Zeit. Ne? Auf 100 Rest-Monster. 2 von 3. Er auch. Er trifft auch. Den guckt ihr euch nicht mehr den Absorb an, den er trifft. Die ganze Zeit. Hat der ACC-Lead genommen? Ich weiß es nicht. Hat der ein ACC-Lead genommen? I don't know. Hab nicht drauf geachtet. Ich glaube aber, der hat den Speed-Lead genommen. Na, naja. Ja, ja, Shizuka hier, Shizuka da. Das ist lustig, ich nehme Dominik raus und er hat keinen Schaden. Kennt man irgendwoher Leo? Oh, Leo, sagst du, ja?
Okay. Wir nehmen den Dominik raus. Er hat nur Leo als DD und den Wusa zweiten. Vielleicht mal eine Bombe, wenn er den drin lässt. Ein Bollwerk raus, okay. Res profitiert, glaube ich, kaum einer. Weil die alle bis auf sie zu weit weg sind. Von der Res, ja. Ja. Okay. Let's see, keine Ahnung. Interessant. Interessant, nenne ich es mal. Ja, das ist sehr interessant. Höchst interessant. Ja, das ist hochinteressant. Okay. Let's see. Ja, yep. Okay. Instant Proc hingelegt, man kennt's. Das Spielchen kennt man ja. Das Spielchen kennen wir doch. Ich mach das jetzt auch. Ja. Bis auf Shizuka, aber das ist okay. Mhm. Eigentlich sollte mein erstes Ziel nicht unbedingt Leo sein. Aber ich gehe trotzdem auf Leo. Ich gehe trotzdem auf Leo. Was wack ist, ist wack. Und das ist der einzige DD so ein bisschen. Ich mache mal das jetzt. Das bin ich jetzt nicht so schlau wegen Shizuka, aber auf Shizuka gehe ich eh mit ihr. Weiß auch gar nicht, wie viel Schaden die inzwischen noch macht. Hab's immer ein bisschen geändert. Also immer mal wieder was weggenommen und sowas. Aber es scheint zu reichen. Es scheint zu reichen. So, mach deine Wille, das ist okay. Mhm. Krittest du hier? Keine Ahnung. Ja, nee. Okay. Oh, der Clans die Bombe, ey. Dein Ernst? Ah. Clans genau die Bombe, ey. Jo, müssen wir strippen hier. Let's go. Ja, das Richtige ist stripped. Sehr schön. Okay, das war erstaunlich komisch leicht. So, Anavel First Pick. Die wissen nicht, was. Die sind komplett überfordert, wenn Anavel First Pick. Die haben keine Ahnung, was die spielen sollen. Kein Plan. Die sind komplett überfordert. Moa und Marsha wieder, ja. Okay. So, Chongpong. Ja, Josie. Ja, mal smart, weil es gibt zwei Sachen, die hart countern. Und das ist unter anderem Josie. Ja, das muss man schon sagen. Unter anderem ist Josie da ein sehr belastender Counter, aber es sieht nicht danach aus, als ob der Groß auf Wille gehen möchte. Wir könnten noch auf Riley gehen, aber ich weiß nicht, ob ich noch einen Heiler haben will, muss ich sagen. Ich glaube nicht. Ich gehe noch so und ich bann die Josie. Miles. Okay. Da wäre vielleicht Gianna besser gewesen. Er bannt a Chroma. Wir nehmen einen Deathlead. Die zwei ist nicht. Ich schätze, dass die Marsha halt hart nerven und kritten wird die ganze Zeit. Davon gehe ich aus. Sehr stark gehe ich davon aus. So, geh auf Anna, wie immer. Nee, du gehst auf sie, okay. Smart. Und du triffst sie. Ah, und du prockst, natürlich. Okay. Ja, okay. Mhm. Okay, aber immerhin die Anavel nicht. Immerhin. Nee. Oh, der ist tanky. Oh, der ist tanky, das ist nervig. Aber warum tanky Chongpong ist ja ekelhaft. Ah. Naja. Und triffst. Klar. Auf 100 Rest. Aber ja, Chongpong, hey. Chongpong darf. Ne? Chongpong ist halt teilweise wirklich. Ne? Teilweise wirklich so. Ah, leider nicht ready. Haha. Ich versuche mal ein Sleep, aber unwahrscheinlich. Oh. Ha. Wenn ich das mache, könnte die Holy Berry dead sein, aber ich riskiere es. Wegen Moor jetzt. Okay, ist sie nicht. Kriegen wir? Ah, schade. Aber Juno macht's jetzt. Bock. Ah, das Monster ist so dumm. Auch ohne, guckt euch das mal an. Trotz, also ohne die, ohne den zweiten ist ja auch dumm. Das ist ja der Wahnsinn, wie dumm das Monster ist. Das ist so lustig. Das ist so funny, ey. Okay, gut, ich bin durch. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe wir gemacht haben. Durch die Freewins, keine Ahnung. Aber das Video geht 15 Minuten. Ich denke, das reicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag und rein. Tschüss.